Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist gerade schon gesagt worden, man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, ohne ein Girokonto heute auszukommen. Für den Zahlungsverkehr abgeschnitten zu sein, seine Miete nicht überweisen zu können mit Dauerauftrag im Beruf oder auf Ämtern an bestimmten Terminen in Schlange zu stehen, um eine Bargeldauszahlung hinzubekommen. Man ist im Prinzip entmündigt ohne ein Anrecht auf ein Konto. Und trotzdem gibt es rund 1 Million Menschen, denen ein Zugang bisher zum Konto verweigert wurde. Es sind insbesondere ausländische Studierende, Saisonarbeiter, Asylsuchende, Geduldete und auch Obdachlose, denen die Banken die Eröffnung eines Kontos verweigern. Die Linke hat hier im Deutschen Bundestag in den letzten 10 Jahren 5 Anträge eingebracht, die genau gesagt haben, wir wollen ein solches Recht auf ein Basiskonto, ein Konto für alle. Immer sind diese Anträge hier im Hohen Haus abgelehnt worden. Man hat argumentiert, es reicht die Selbstverpflichtung, die freiwillige Selbstverpflichtung der Banken, die zugesagt haben, sie würden hier aktiv werden. Aber außer den Sparkassen haben die anderen Banken eben nicht reagiert. Und insofern ist dieser Zustand unmöglich. Jetzt hat sich endlich etwas getan. Aber weit gefehlt, wenn Sie glauben, dass bei der CDU oder bei der SPD nun neue Gedanken eingezogen werden. Nein, wieder einmal setzen wir europäisches Recht jetzt in deutsches Recht um. Also insofern kommt die Bundesregierung, kommt die Große Koalition gar nicht darum herum, dieses Gesetz umzusetzen. Und dass dies in Brüssel so beschlossen worden ist, ist insbesondere auf die Linke und ihre Arbeit dort zurückzuführen, die da erhebliche Arbeit bis im April 2004 hineingesteckt hat. Ich erwähne explizit Jürgen Klute, der damals der Verhandlungsführer auch war. Insofern ist heute wirklich, was diese Frage angeht, ein guter Tag. Und es ist in der Tat so, dass auch von der Koalition noch vieles aufgenommen worden ist. Also insofern ist in der Tat der Gesetzentwurf noch besser geworden. Wir haben eine feste 10-Tagesfrist bei der Kontoeröffnung. Wir haben die Option, dass dieses Basiskonto von Anfang an als Pfändungsschutzkonto gegründet und geführt werden kann. Und wir haben auch die Sicherheit, die Rechtssicherheit für die Betroffenen, dass man nicht gleich bei der ersten Gebühren, bei aufgelaufenen Gebühren sofort das Konto wieder gekündigt kriegt, sondern dass erst ab anfallenden Gebühren von 100 Euro eine solche Kündigung erlaubt ist. Trotzdem gibt es aus unserer Sicht im Prinzip schon Nachbesserungsbedarf, weil die Frage der angemessenen Gebühren und weil auch die Frage der Dispozinsen nicht besonders geregelt sind. Und man darf sich da nichts vormachen. Wir reden ja hier auch über einkommensschwache Personen. Da sind auch Jahresgebühren von 40 oder 50 Euro Kontoführung nicht unerheblich. Also insofern wird man da sicherlich noch mal auch nachfassen müssen. Und insbesondere im ländlichen Raum haben wir natürlich nicht eine so hohe Banken- und Sparkassendichte, dass es Konkurrenz gibt, was sozusagen die Gebührenhöhe oder eben auch entsprechend geringere Gebühren angeht. Also insofern gibt es da sicherlich immer noch Wünsche, die wir Linke gerne hätten, die wir das noch sozialer machen können. Aber ich glaube, alles in allem, dass mit diesem Gesetz jetzt eine Regelung gefunden worden ist, und deswegen werden wir auch zustimmen, die deutlich macht, hier gibt es jetzt eine Chance für diese 1 Million Menschen, ein Konto zu eröffnen. Das ist gut so. Und in diesem Fall kann man nur sagen, gut, dass die europäische Gesetzgebung hier entsprechende Vorlagen für die Bundesrepublik Deutschland gemacht hat. Dankeschön. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat Sarah Rogleski von der SPD-Fraktion das Wort.